befasse mich im Moment vor allem mit Fragen der IT-Governance, das heißt der Frage, welche IT-Leitungsfunktionen sinnvollerweise an Hochschulen implementiert sein sollen, um die digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben. Ich habe versucht darzulegen, inwieweit die Universität zu Köln mit den klassischen C-Rollen, CIO und Chief Digital Officer, sich für die Digitalisierung aufstellen kann und eventuell auch tut. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist mit Sicherheit die Schaffung von Awareness für das Thema Digitalisierung in der Lehre bei möglichst vielen Lehrenden. Das ist ein traditionelles Problem, dass wir relativ wenige sehr interessierte, sehr IT-affine Lehrende haben und eine große Gruppe von eher indifferenten Lehrenden. Und diese Lehrenden zumindest aufmerksam zu machen auf die Möglichkeiten, die sie haben, im Zuge der Digitalisierung. Das ist eines der großen übergreifenden Projekte, wobei es eben nicht sich auf eine spezifische Maßnahme beschränken lässt. Das andere Thema ist die bessere Koordination von Einzelprojekten. Wie gesagt, es gibt relativ viele Projekte innerhalb der Fachbereiche und Fakultäten, die auch teilweise zu sehr interessanten Ergebnissen führen, deren Reichweite und Sichtbarkeit aber begrenzt ist. Da einen besseren Überblick zu bekommen, Transparenz zu schaffen, auch für die Hochschulleitung, das ist mit Sicherheit eine der großen Herausforderungen für die CIO und auch für die CDO-Rolle. Die vielleicht hochschulspezifischen Problemstellungen im Rahmen der Digitalisierung sind mit Sicherheit die Unterschiede zwischen Forschung und Lehre, auch die, ich sag mal, kulturellen Unterschiede. Es gibt häufig die Situation, dass Forschende sehr experimentierfreudig sind, was ja auch schlicht unabdingbar ist, dass sie zugleich aber einen gewissen Traditionalismus in der Lehre pflegen und die Digitalisierung der Lehre sehr zurückhaltend betrachten. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, dass man also diese Gleichzeit oder Ungleichzeitigkeit zwischen Forschung und Lehre berücksichtigt. Das zweite große Thema ist mit Sicherheit die Diskrepanz zwischen Compliance und Innovation. Auf der einen Seite haben wir von zentraler Seite eine Reihe von Projekten und Services und Maßnahmen zur Digitalisierung, die relativ langsam vorangehen. Auf der anderen Seite, bedingt durch die große Autonomie in Forschung und Lehre, haben wir sehr viele Projekte, die zur Einrichtung von Services führen, zur Einrichtung auch von Netzwerken, die aber sich um Compliance-Aspekte etwas weniger bemühen. Und das ist eben auch eine Herausforderung, dass man da die richtige Balance wahrt, dass man die Autonomie der Forschenden und Lehrenden nicht unnötig einschränkt und dass man zugleich aber auch darauf achtet, dass die Hochschule als Ganze sich im Rahmen des Regelwerks bewegt. Wir haben an der Universität zu Köln zwei sogenannte Fachausschüsse für die Themen Campusmanagement, das ist also eher Lehrverwaltung, und digitale Lehre. Und im Fachausschuss Digitale Lehre sind tatsächlich Vertreterinnen und Vertreter aller Fachbereiche der Universitäts- und Stadtbibliothek, des Rechenzentrums und weiterer Einrichtungen vertreten. Das hat den großen Vorteil, dass wir dort Fachleute haben für das Thema Digitalisierung, die auch zugleich als Multiplikatoren in ihrer Einrichtung wirken. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den vergangenen zwei Jahren da ein gutes Stück vorangekommen sind bei der Verbreitung von Informationen nicht nur über die abstrakten Möglichkeiten der Digitalisierung, sondern auch über die konkreten Angebote bei uns an der Universität zu Köln.